Hoch! Auf! Geht schon, komm, komm, komm! Oh, schön! Mir wirklich gefällt an dem Sport ist, dass man selber verantwortlich ist. Also man ist für sein Training selber verantwortlich. Geht schon, komm, 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 komm! Zieh, komm, komm! Man ist ja immer verschrien als Gewisser, als ja, Idiot oder Grölen. Zirp, 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 zirp. Jawohl. So. Hör auf, wird locker. Jawohl. Die Athleten, sag ich mal, und Athletinnen, die das machen, werden, glaube ich, nicht genug respektiert, werden auch nicht genug geschätzt. Korrekt, also. Alex! Vornimmt, das und das zum Heben. Das ist so ein geiles Gefühl und man kriegt dann einen Applaus vom Wettkampf, also das ist unbeschreiblich. Es gibt drei Disziplinen: Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben und ganz einfach beim Wettkampf. Entweder du hebst es oder du hebst es nicht. Es gibt nichts anderes. Und das bei jeder Disziplin hat man drei Versuche, einen gültigen Versuch einzubringen. Wenn man es nicht schafft, macht man eine Bloder, Aradl oder simply bombed out. Und das ist es. Es ist eigentlich so ein simpler Sport. Gleichzeitig ist aber doch eine gewisse Komplexität dahinter, weil man muss schon die Technik auch beachten. Und man muss sich vorstellen, wenn wir trainieren für einen Wettkampf, bis zu 12 Wochen. Und bei einem Wettkampf selber sind wir dann nicht mal eine halbe Stunde auf der Plattform und das ist es. Der Tag muss genau passen, da muss alles passen, Technik und so. Sonst hat man 12 Wochen Vorbereitungszeit eigentlich verblendet. Mein Vater hat den Sport schon gemacht, seit er circa in meinem Alter war. Und mit 12 bin ich das erste Mal mitgekommen, habe zugeschaut bei Weihnachtsmeisterschaften oder sowas und ja, habe ich spielend begonnen und mit 14 einen ersten Wettkampf gehabt. Also durch die Familie eigentlich. Das war zwei Jahre noch eine Woche. Immer 4 Kilo zu wenig. Ja, aber er kann natürlich genau zwei. Ich habe immer nur was Negatives gekloppen. Naja, so ist das. Ich bin durch einen Franzensport gekommen, den kenne ich seit dem Kindergarten und habe mich mal gefragt, ob wir gemeinsam trainieren gehen und sein Vater und generell die Bekanntschaft von ihm hat diesen Sport betrieben und so bin ich auch zu dem Sport gekommen. Und dann beim ersten Training
habe ich gleich so vier Leute in der Ecke gesehen, ja. Alle nicht wirklich trainiert, meiner Beurteilung nach. Mit einem Gewicht auf der Stange, ja, wo ich dann nachgezählt habe, auf beiden Seiten 4x25 Kilo. Also es werden insgesamt so 220 Kilo gewesen sein. Ja. Was dann jeder mindestens einmal gehoben hat. Da haben wir gedacht, okay, was auch immer die machen, das möchte ich auch machen. Zu dem Sport gekommen. Jetzt bin ich 35, heuer, also vor über 20 Jahren. Ursprünglich nur ein bisschen Sport zu betreiben, noch gar nicht mit dem Fokus auf den Kraftsport. Vorteil war für mich einfach damals, dass ich sehr flexibel war beim Training. Ich war nicht abhängig von einer Mannschaft, von einem Trainer, von Mannschaftskollegen, Trainingskollegen. Ich habe dann trainiert, wenn ich meine Zeit und Lust gehabt habe. Das ist mir immer sehr entgegengekommen. Und ist auch mit der Grund, warum ich das wahrscheinlich bis heute betreibe und beibehalten habe. Mein Onkel und den Sport schon sehr, sehr lange gemacht, mich aber nie dazu gepusht oder in die Richtung. Und irgendwann noch mit 16 wollte ich mal ins Studio mitgehen, mitgegangen und gleich quasi verliebt gewesen. Und ja, am Anfang nicht Kraftdreikampf gemacht, sondern so Dehnübungen halt zum Anfang. Dann bin ich immer mehr hineingekippt, kann ich mich erinnern. So Legends of Bodybuilding, da gab es mal ein Heftel. Das ist rausgekommen, habe ich gekauft und da war dann drin eigentlich durch, weil die ganzen Schwarz-Weiß-Fotos im Arnold auch. Da war ein Frankie Colombo drin, der hat mich schon sehr begeistert und der hat eigentlich diesen Sport vorgemacht und damit war klar, das will ich unbedingt machen. Und ja, und dann bin ich in das Studio gekommen, da war es dann perfekt, so bin ich dann auch zu den Wettkämpfen gekommen und seitdem war dabei eigentlich. Come on! Und auf, locker, geh mal super, komm. Fuhr, hat mein Ort liegt. Komm, schön sparen. Und auf, ist schon da. Wer mal bei einem Wettkampf dabei war, auch nur Zuschauer, ja, und das dann miterlebt hat, da hat er, glaube ich, ein ganz anderes Bild davon. Also ich kenne das von Freunden, von Bekannten, wo man halt ins Reden kommt und dann heißt es ja, was machst denn du so in deiner Freizeit? Dann heißt es ja, Kraft-3-Kampf. Und dann die Antwort, ah super, was ist denn das? Dann kommt man das ins Erklären und dann das ist so. Also ich glaube, es kennt kaum jemand in Österreich. Wenn man dann in den Osten schaut, sag ich mal, wo es wirklich der Sport schlechthin ist, das hat man in Österreich nicht. In Österreich ist Ausdauersport anerkannt. Jetzt sind in Laufen, Fußball, was ich auch in die Kategorie zähle, Skifahren, Sport in die Richtung ist da leider nur ein Randsport. Und ich glaube, es wird noch lange dauern, bis das da sich ein bisschen ändert. Ich glaube aber, dass wir auf einem guten Weg sind. Also, seit ich auch dabei bin, merke ich, dass auch viele junge Leute mitmachen, dass es auch irgendwie. Irgendwie vielleicht mehr in die Breite geht. Das wäre wünschenswert auf jeden Fall.
ab. Manche sehen den Sport, die wirklich sich mit dem Thema beschäftigen, sehen ihn als wirklich guten Kraftsport. Aber bei den meisten Fällen denken sich die Leute, der ist ein Abpumpter, der stofft sich und sowas. Also ich sage mal, wenn man den Sport offiziell macht, wird man auch geprüft auf Doping. 4 Kilogramm. Scheint spannend. Komm, geht schon, komm! Ab! Nein, eigentlich wird der Ruf dem Sport nicht gerecht. Also, oder Sport den Ruf, wie man sehen will, man ist ja immer verschrien als Gewisser, als Idiot oder gröhlend und natürlich auch schimpfend. Es ist natürlich nicht, also witzigerweise der Akademikerrate bei Wettkämpfen ist sehr hoch. Das ist eigentlich so nicht ersichtlich. Und der zweite Punkt ist, Kraftwettkampf kennen die vielen Leute, kennen Leute nicht. Das ist Gewichtheben, Bodybuilding, aber eigentlich ist das keins von beiden. Ich glaube, die öffentliche Wahrnehmung gibt es in dem Sinn nicht, weil kein Mensch weiß, was Kraftwettkampf ist. Also ich glaube, wenn du auf der Straße einen beliebigen Passanten aufhältst und den fragst, was ist Kraftwettkampf, dann wird er sich mit großen Augen anschauen. Wird unter Umständen versuchen, sich irgendwas zusammen zu fantasieren, weil er nicht zugeben will, dass er es nicht kennt. Oder er wird klar sagen, keine Ahnung. Ja. Geht schon, komm! Super! Ab! Dadel los! Und auch der letzte. Naja, dieser Sport ist im Gegensatz zu vielen anderen. Es gibt da mehr oder weniger kein Betrügen oder keine Faktoren, keine Unbestimmten. Es ist irgendwie es ist natürlich ein Mannschaftssport, aber man ist es prima für sich selbst. Aber worum es eigentlich, was ich eigentlich sagen will, ist, dass man genau messen kann, wann man sich verbessert hat oder nicht. Es gibt keine Ausreden, dass man irgendwie das Wetter schlecht ist oder dass eine andere Halle ist oder sowas in der Art. Es ist, wenn man sich um 2,5 Kilo in einer Disziplin verbessert hat, dann hat man das einen guten Plan zuzuschreiben. Und eigentlich sonst nichts. Das ist ein sehr, 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 sehr messbarer Sport, was mir sehr Spaß macht. Und auf! Ablenken! Versuche ich gut. Super! Viel mache ich einerseits natürlich, weil der Sport meine Leidenschaft ist und ich ihn sehr gern mache. Zweitens kann man es aus kommerziellen Zwecken machen, weil einerseits der Sport ist, wenn ihn überhaupt jemand kennt, das kennt fast keiner mehr den Sport. Ist leider ein bisschen in Vergessenheit geraten. Zu Unrecht. Wenn ihn einer kennen muss, dann die gewissen Klischees, er nimmt was und so, und man ist gleich verschrien, wird der müde belächelt. Und das wird eigentlich den Wettkampf, dem ganzen Team, den ganzen Sportlern nicht gerecht, weil es ist ein harter Sport. Wir opfern uns dafür auf, um es theatralisch zu sein. Und das ist einfach der öffentliche Ruf, fehlt eigentlich. Und das ist sehr schade, weil der Sport, wie gesagt, eine lange Tradition hat, weil generell Sportarten, wo man den Stärksten sucht, das hat ganz lange Geschichte. Und es ist einfach sehr traurig, dass das in Vergessenheit gerät. Und deswegen kann man sagen, ich meine, dass es etwas kommerziell ist. Gerade die Athleten verdienen dann nicht. Aufhören, glaube ich, gibt es keins mehr. Das ist einmal dabei, immer dabei. Also, wenn auf jeden Fall weitermachen, solange so, wenn ich mir nichts kaputt mache oder blöd hebe oder. Ja, sicher. Solange es geht, auf jeden Fall. Also, die nächsten 10 Jahre bestimmt. Aber ja, also, ich denke, ich werde sicher immer Sport betreiben.
Es ist ein Kampf gegen sich selber. Man möchte sich unbedingt selber verbessern. Es ist in jedem Training die Motivation da. Es passt einfach alles.